Die Essenz des Lebens. Wir befinden uns auf Eru, einer Welt, weit entfernt von der unseren. Langsam zieht sie ihre kosmische Bahn, scheinbar ohne ein Ziel vor Augen, wobei man nur im übertragenen Sinne von Augen sprechen kann, da ein Planet in der Regel nicht über so etwas derartiges verfügt. Die Oberfläche Earus ist mit der unsrigen Welt durchaus zu vergleichen, denn auch sie besteht vorwiegend aus Wasser, welches die Landmassen in Kontinente und Inseln teilt. Wasser, das Element des Lebens, der Ursprung von Pflanzen und Tieren, die Essenz von allem, was lebt. Wo es fließt, dort sprießen Gräser und Blumen, die zu anmutigen Wiesen voller Vielfalt wachsen und so Platz, Nahrung und Heimat für kleinere Säugetiere wie Hasen und Mäuse schaffen. Aber auch andere Tieren wie summende Bienen und tänzelnden Schmetterlingen ein Zuhause bietet. Wo Wasser fließt, dort wachsen Sträucher und Bäume, die sich zu farbenprächtigen, duftenden Mischwäldern verflechten, welche die Heimat von Rehen, Füchsen, Eichhörnchen und noch vielen anderen Tieren werden. Und dort, wo so viel Leben fließt, so viel Schönheit wächst und so viel animalistische Anmut erwacht, dort entstehen Oasen des Lebens. Eine davon liegt auf dem zweitgrößten Kontinent Earus, welcher den Namen Sirocco trägt. Ein unwirtlicher Kontinent, geprägt von heißen Winden und staubiger Luft. Die vielen Savannen dieses Kontinents bieten den größeren Tieren etwas Schutz vor den fast ebenso zahlreichen Sandwüsten, welche sich über weite Landstriche erstrecken und ihren Sand erbarmungslos über das Land wehen. Hier fehlt Wasser und somit fehlt auch fast alles Leben. Doch nicht alle Bereiche von Sirocco müssen sich mit wenig Leben begnügen. Hinter dem mächtigen Askari-Gebirge, welches weit im Osten liegt und von vielen Bergogern bevölkert wird, sammelt sich die feuchte Meeresluft und geht regelmäßig als starker Regen nieder und schenkt so dem Bereich, welcher etwa ein Zehntel des Kontinents ausmacht, eine Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Inmitten dieser Oase des Lebens liegt das Samantha-Herzogtum, welches aus zahlreichen Dörfern und einigen Städten besteht und durch die Segnung der Natur, gepaart mit dem weisen Führungsregime des Herzog Flatulentius, zu einem wohlhabenden, friedlichen Ort herangewachsen ist, in dem die Menschen ihr Leben glücklich genießen und viele Jahrzehnte alt werden. Letzteres liegt wohl an der Verbundenheit mit der Natur und dem ruhigen, fast sorglosen Leben, das sie führen. Alles ist friedlich, alles gedeiht, alles ist so langweilig. So empfindet es zumindest Herzog Flatulentius, welcher von seinem Palast, der in der Hauptstadt seines Herzogtums, welcher den Namen Dieu trägt, aus das Herzogtum regiert. Just in diesem Moment befindet er sich im Thronsaal seines prunkvollen Palastes, welcher aus weißen, glatt geschliffenem Marmor besteht und so jegliches Lichtstrahlen zurückwirft, so als würde der Palast selbst leuchten. Jeder Raum besteht aus Marmor und ist reich mit Gold verziert, doch der Thronsaal ist nicht nur edel verziert, er ist edel. Der prächtige Thron mit roter Sitzfläche und Rückenlehne aus weißer Seide ist von vielen Goldornamenten geschmückt, welche den Reichtum des Landes widerspiegeln. Ein breiter, roter Teppich führt vom Eingang aus über den großen Thronsaal und wird dabei alle 1 bis 2 Meter beidseitig von Wachen in prunkvollen, vollständig geschlossenen Rüstungen flankiert, welche mit ihren mächtigen Nashornhelmen und großen Hellebarten ziemlich wichtig wirken. Am Ende des Teppichs befindet sich der nur selten leere Thron, neben dem ein kleineres Gestühl steht, welches ebenfalls reich verziert ist und offenbar für eine etwaige Herzogin oder Prinzessin erdacht wurde. Jetzt jedoch als Sitzplatz für Bodovan, den obersten General des Samantha-Herzogtums und auch persönliche Leibgarde des Herzogs, Verwendung findet. General Bodovan, ein kräftiger, muskulöser Mann mit ernster und gebieterischer Miene, der stets einen glänzenden Plattenpanzer, auf den das Samantha-Emblem abgebildet ist und ritterliche Beinschienen trägt, wirkt durch diese militärisch korrekte Kleidung immer bedrohlich. Seine stramm, harten Gesichtszüge untermauern dieses Gefühl, weil er allerdings auch über sanfte, weiche Augen verfügt, die ihn als Führer und Berater vertrauensvoll erscheinen lassen. Seine Führerpersönlichkeit wird zudem noch durch einen purpurnen Umhang verstärkt, der eigentlich am Rücken hinabhängen sollte, doch immer schräg über seine Schultern nach vorne hängt und so einen Teil seines Plattenpanzers verdeckt. Würde nicht der Herzog Flatulentius direkt neben Bodovan sitzen, so würde man den General wohl als Herrscher vermuten. Sowohl was das äußere Erscheinungsbild als auch die innere Ausstrahlung und das Charisma angeht, wirkt der Herzog nicht so sehr als Herrscher, wie es Bodovan tut. Obwohl Flatulentius eine ernste Miene hat, die durch sanfte Züge und weichen Knochenbau jedoch auch weise wirkt, scheint sie etwas zu haben, was Bodovan fehlt: Mitgefühl und Gnade.
Nach 20 Jahren Regime ist der Herzog nun schon fast 60 Jahre alt und wirkt gebrechlich und schwach. Doch dieser Eindruck täuscht. Sein langer Bart und seine zahlreichen Falten täuschen über seinen noch aktiven Geist und seinen fitten Körper hinweg. Über die Jahre hat er viele Krisen gemeistert und viele Abenteuer erlebt, denen er diesen aktiven Zustand verdient. Doch in letzter Zeit langweilt er sich. Der Grund dafür wird wöchentlich von einem Komitee aus 3 Leuten, die ihn bei der Verwaltung seines Reichs beraten, ausgesprochen. Und heute ist es wieder einmal soweit. Das Komitee befindet sich stehend vor Flatulentius und ist bereit, seinen wöchentlichen Bericht abzuliefern. Euer Herzog, sprach der mittlere Mann des Komitees mit trockener, heiserer Stimme, die gut zu seinem alten, geprächtigen Aussehen passte. Wir haben den Bericht für diese Woche fertig und... Wir können mit Freuden berichten, dass sich nichts besonders ereignet hat und alles beim Alten ist. Das Land blüht, die Leute lachen und der Rubel rollt. So ist es doch, oder? Fiel der Herzog mit seiner dominanten, tiefen Stimme dem Mann ins Wort. Der alte Mann nickte langsam mit einem friedvollen Grinsen. Ja, alles ist in bester Ordnung. Wie wunderbar, nicht wahr? In der Stimme des Herzogs war die Langeweile und auch etwas Hohn zu hören. Herr, ist es nicht wunderbar? Fragte der Alte skeptisch. Doch, doch, alle sind glücklich. Was könnte man sich als Herrscher mehr wünschen? Der Alte setzte ein Grinsen auf. Nichts, da habt ihr wohl recht. Dürfen wir gehen? Oder habt ihr noch ein Anliegen, Herr? Ihr dürft gehen. Er winkte das Komitee mit einer Hand weg. Die 3 Herren verbeugten sich, drehten sich um und verließen den Saal. Es ist so langweilig, klagte der Herzog lautstark, nachdem die 3 verschwunden waren. Ja? Fragte Bodovan mit seiner grollenden Stimme. Gibt es denn keine Feinde mehr? Als der Herzog dies sprach, lehnte er sich zu dem General. Dieser blickte ernst rein und antwortete: Freut euch über den Frieden! Nichts ist grausamer als Krieg! Wasser ist die Essenz des Lebens. Doch nur wo Wasser fließt, fließt auch Leben. Hört das Wasser auf zu fließen, so fließt auch kein Leben mehr. Und wo kein Leben fließt, dort quillt Tod. So wie in den Gebieten, die östlich am Samantha-Herzogtum angrenzen. Dort, wo eine breite Landmasse vor Jahrmillionen ein natürliches, riesiges Tal gebildet hat, sammelte sich all das überschüssige Wasser an und vermischte sich mit der Erde. Riesige, weitläufige Mangroven und Sümpfe entstanden. Denn hier fließt kein Wasser und auch kein Leben. Hier quillt Wasser aus dem dunklen, stark nach Erde und Moder riechenden Boden hervor, um nie wieder zu fließen. Hier herrscht der Tod. Die Mangroven mit ihren großen Luftwurzeln, unter denen abgestandenes Wasser vor sich hinfault, lassen nur wenig Licht auf das Wasser hinab. Und dort, wo es doch auf Wasser trifft, sieht man Lichtreflexionen im öligen Schein des ehemaligen Wassers. Der Geruch erinnert an Tod, Verwesung, Verfall. Und auch die Tierwelt hat sich diesem leblosen Biotop angepasst. Durch die dickflüssige, ölige Schlammbrühe, die einst Wasser war, schwimmen Piranha-ähnliche Fische. Doch ihre Anatomie wirkt abnorm, so wie alle Bewohner dieses Biotops. Ihre Körper wirken gequollen, die Augen hohl und leer, und aus dem Maul hängen überlange, scharfe Zähne. Auch die Oberfläche des Wassers scheint nicht sicher. Schlangen ziehen hier ihre Bahn und sind optisch so gut angepasst, dass sie im Stillstand mit dem bloßen Auge nicht zu erspähen sind. Und auch die Mangrovenbäume bieten eine Vielfalt an lebensverzehrenden Leben. Nicht, dass in den Sümpfen die Teergruben ähneln anders wäre. Die Luft riecht nach Schwefel und Verwesung, nach Tod einer ganz besonders grausigen Art. Kein großes Leben hat sich hier angesiedelt, denn es endet so schnell als ungewolltes, natürliches Präparat, in dem es den Teersumpf fiel und nie wieder freikam, da die breiige, schwarze Masse einen enormen Sog hat, der von der klebrigen Konsistenz nur verstärkt wird. So kam es, dass dieses karge Gebiet nur von einigen wenigen Insekten besiedelt wurde, die jedoch dafür umso zahlreicher erscheinen. An diesen Orten, wo es kein eigentliches Leben gibt, dort lebt das Tote. In den vielen, kleineren Sümpfen fanden die Toten der Menschen ein neues Dasein, als Zombies. Leblose Kreaturen, die jedoch lebendig erscheinen, da sie sich fortbewegen und eigenständig handeln. Oft wird Zombies nachgesagt, dass sie dumm sind, doch tatsächlich sind sie nur auf eine andere Weise intelligent. Auch wenn das Hirn sich im Verlauf der Zeit sich der Zersetzung nicht erwehren konnte, so sind doch die Gedanken noch immer in diesen Wesen vorhanden, und nur mit einem Unterschied. Sie sind klar und geradlinig
rational und logisch. Dies unterscheidet ihre Intelligenz von jener der Lebenden, denn deren Gehirn ist so komplex, dass es sich in seinen eigenen Gedanken verstrickt, verzweigt und oft nicht der Kausalität, sondern dem Glauben und der Fantasie folgt. In den Augen der Lebenden denken die Zombies nicht direkt, sondern vergleichen nur Daten und ziehen daraus Schlussfolgerungen, ohne jegliche Fantasie oder Emotion. Diese Art der Intelligenz hat auch einen großen Vorteil. Glaube, Fantasie und Gefühle beeinträchtigen keine logischen Denkabfolgen mehr und lassen so rationale, lineare und vor allem exakte Schlussfolgerungen zu. Würden die Lebenden die Zombies aufgrund ihres widerlichen Äußeren nicht als furchterregend empfinden und aufgrund ihres Verwesengeruchs nicht eklig und abstoßend, so würden sie sicherlich als Sekretäre und Buchhalter schnell Karriere machen. Auf den Bergen zwischen den diversen Sümpfen, die alle von einem anderen Zombie-Clan bewohnt werden, fanden Geister eine Zuflucht vor den exorzistischen Absichten der Priester des Samantha-Herzogtums. Im Gegensatz zu Zombies denken Geister wie Lebende, da sie nur eine starke Manifestation von Seelen der Verstorbenen sind. Ihre Körperlosigkeit ist ihnen von großem Vorteil. Nicht nur, weil sie sich vor konventionellen Waffen nicht fürchten müssen und durch jegliche Materie dringen können, sondern auch, weil sie so in der Lage sind, sich ganz bewusst sichtbar und unsichtbar zu machen. Die Geisterhügel werden von vielfältigen Geistern heimgesucht, denn alles, was lebt, hat eine Seele, und so hat alles, was gelebt hatte, einen Geist. Die meisten Geister sind Tiere, vor allem Vögel und Säuger. Erstaunlicherweise gibt es keine Insektengeister, vielleicht weil sich diese Wesen nicht ihrer Existenz bewusst sind. Umso faszinierender ist, dass sogar manche Pflanzen Spektralkörper besitzen, die auf den Hügel als Geister erscheinen. Eine weitere, große Geistergruppe bilden die Formlosen. Die Herkunft dieser Geister ist unbekannt, doch ihren Namen tragen sie, da sie ihre Gestalt ändern können und oft als skurrile, kaum zu beschreibende Phantome auftauchen. Dominiert werden die Geisterberge von den Menschengeistern, da diese, wie die Menschen im lebenden Reich, durch ihren überragenden Intellekt und ihre grenzenlose Anpassungsfähigkeit mächtiger als alle anderen Geister sind. Was die Mächtigkeit angeht, können selbst die Menschengeister nicht mehr den uneingeschränkten Herrschern der Mangrovenwälder aufnehmen, die Lichen. Diese Wesen, weder richtig tot noch ganz lebendig, erscheinen wie Skelette, die mit zahlreichen Algen überwuchert sind, welche aber gerade noch die Form der einzelnen Knochen erblicken lassen. Oft tragen sie wallende, schwarze Kleider, die ab der Hüfte hinabfallen und sowie die untere Hälfte eines Magiergewandes wirken. Um den Algenkörper herum drehen sie stets dicke, schwarze Nebelschwaden des Todes, schnell ihre Bahn. Nur der Skelettschädel bleibt von Algen und Nebelschwaden verschont und lässt so einen grausigen Blick auf leere Augenhöhlen zu, in denen rote Flammen gespenstisch lodern. Wenn es unter den Untoten eine Klassengesellschaft gäbe, so würden die Liche der Adel sein. Nicht nur, weil sie weit furchterregender und mächtiger wirken als alle anderen Untoten, sondern weil sie es sind. Sie verfügen über enorme, körperliche Kräfte, die sie jedoch nicht nutzen. Sie benötigen sie nicht, denn ihre magischen Fähigkeiten sind mehr als überwältigend. Der Zombie-Philosoph Ua beschrieb in seinen Memoiren, wie er einmal erlebt hat, wie einer seiner Kollegen von einem Lich wegen eines kleinen Streits bestraft wurde. Er schrieb, der Lich hob in einem absolut korrekten 90-Grad-Winkel seinen rechten Arm, schnippte mit seinen Fingern und augenblicklich strömten aus dem Boden 1456 fleischfressende Asseln, die sich über seinen Körper in 4 Sekunden ausbreiteten und nach weiteren 14,5 Sekunden sein Fleisch bis auf die Knochen abgenagt hatten. Was ihre magische Macht angeht, haben die Liche eine weitere Besonderheit, die sie zu einer der mächtigsten Magier Eru's macht. Sie nutzen das Mana des Lebens. Im Grunde tut das jeder Schwarzmagier, vor allem die Nekromanten, indem sie mit Ritualen die Lebensenergie von Menschen, Tieren und Pflanzen in Mana wandeln. Doch die Liche haben diese Fertigkeit perfektioniert. Jeder Schwarzmagier zieht das Leben aus kürzlich Gestorbenen, zum Beispiel aus einem getöteten Tier oder einer abgerupften Pflanze. Doch die Liche sind auch in der Lage, die Lebensenergie von noch lebenden Wesen oder Pflanzen direkt als Mana-Quelle anzuzapfen. Sie saugen buchstäblich das Leben aus, um ihre magische Macht zu mehren. Der einzige Nachteil der Liche ist, dass sie zahlenmäßig weit unterlegen sind. Der Grund dafür liegt darin, dass ein Lich nur dann entsteht, wenn ein Magier die schwarze Magie anwendet und dabei versehentlich so viel Mana verbraucht, dass diese selbstständig wird und beginnt, das Leben von ihm auszusaugen, bis alles organische Material abgefallen ist und er tot ist.
Danach manifestiert sich dieses Mana in den zurückgebliebenen Skelett und wird zu dem, was man gemeinhin als Lich bezeichnet. In jeder der verschiedenen Untoten-Clans gibt es eine Art Rangordnung, wobei sie jedoch bei den Lichen am ausgeprägtesten ist. Sie haben einen Herrscher, der Lichkönig, und die anderen sind Untertanen. Zwischen den riesigen Wurzeln des ältesten Mangrovenbaums hat der Lichkönig eine Behausung, die einem Biberbau ähnelt. Momentan sitzt er mit einigen anderen Lichs, die er als eine Art Beraterstab um sich geschart hat, in der finsteren Behausung bei einem stinkenden Käferpunsch und einer dampfenden Ratte. Sind Boten eingetroffen? Fragte der Lichkönig. Wie alle Liche verfügt er über eine hohe, zischende Stimme, die auch nicht aus seinem Mund zu kommen scheint, obwohl er diesen beim Reden bewegt, sondern auf magische Weise in den Ohren der Zuhörer erklingt und furchterregend wirkt. Es sind viel mehr Gedanken, die hörbar gemacht werden. Den Mund dabei zu bewegen ist, wie das Essen und Trinken, ebenfalls eine Angewohnheit aus dem Menschenleben, die sie jedoch nicht ablegen möchten. Es hat einen gewissen Vorteil, wenn man sich in einer Gruppe unterhält, in der jeder die gleiche Stimme hat, seinen Mund zu bewegen, um zu sehen, wer gerade spricht. Ja, von den Geistvögeln und dem östlichen Teil des Mangrovensumpfes. Jene von den anderen Sümpfen sind noch nicht eingetroffen. Antwortete einer der Liche. Wen wundert es? Zombies sind langsam. Warum sollten sie über einen schnellen Bogen verfügen? Warf ein anderer ein. Ich hege kein Interesse an Boten, die nicht eingetroffen sind. Von Interesse sind nur die Boten, die bereits hier sind. Was haben sie uns bezüglich der Alliierung mitgeteilt? Die Geister sind gewillt, sich uns anzuschließen. Allerdings fordern sie, dass sie dieselben Rechte wie wir haben und ihre Eigenständigkeit erhalten bleibt. Was entreißen sie sich nur? Ihre Macht ist unserer nicht annähernd gewachsen. So ist es, eure Hoheit. Doch vergesst nicht, dass sie die menschliche Natur nicht abgelegt haben. Sie streben auch nach Macht. Ich halte es für unsinnig, sie in unsere Allianz aufzunehmen. Sie unterscheiden sich kaum von den Menschen. Ihre Gier nach Macht ist genauso groß. Was nützt uns ein Verbündeter, der dieselben Eigenschaften hat, wie der Feind, den wir mit jedem Bündnis aufhalten wollen? Sie stehen auf ihrer Seite, nicht auf jener der Menschen. Auch wenn ihre Begierden sich nicht unterscheiden. Es ist weise, sie als Verbündete zu gewinnen, ehe sie zu Feinden werden. Sie müssen jedoch unsere Bedingungen akzeptieren. Wie sieht es mit den Zeitenbogen aus? Auch die Wölfe vom östlichen Mangrovensumpf möchten sich uns anschließen. Sie haben nichts gegen unsere bzw. eure Herrschaft. Wie es ihre Hundenatur nicht anders kennt, akzeptieren sie gerne eine Herrschaft. Ausgezeichnet. Aber Robert, ich hätte noch eine Frage. Sprecht. Wozu diese Allianz? Die Menschen sind schwach und keine Gefahr für uns. Selbst wenn sie angreifen würden, würden sie grauenvoll unterliegen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Regierung nach Macht sie dazu treibt, neue Gebiete zu erobern. Über das eskalige Gebirge kommen sie nicht und nur unser Reich grenzt an das ihrige. Die Frage ist nicht, greifen sie an, sondern wie lange wird es noch dauern, ehe sie es tun. Jeder einzelne von uns kann bestimmt 100 von ihnen auffüllen, aber wir stehen momentan 16 zu etwa 10.000. Ihre Macht baut nicht auf Stärke, sondern auf Vielfältigkeit, Anpassungsfähigkeit und rasches Lernen. Auch ein mächtiger Löwe unterliegt der Armee von 1000 Ameisen. Versteht ihr das? Ja, Hoheit. Gut, dann schafft die Boten ja. Einigkeit macht stark. Ich werde mich zu den Geistvögeln begeben, um ihren Anführer meiner Armee zu bitten. Der Himmel verdunkelte sich und die Nacht obsiegte den Tag. Der dunkle Schleier des schwarzen Mondes verdrängte die Sonne und warf ein mystisches Licht auf Eru hinab. Jeder der 5 Monde strahlt ein eigenes Licht ab und taucht so die Welt in sein ganz spezifisches Medium. Die 5 Monde stellen auch die 5 Jahreszeiten von Eru dar, in der sich die Welt den Kräften des Universums und damit verbunden der Natur fügen muss. In diesen Mitsommernächten, in denen der schwarze Mond seine Macht ausübt, ist es in Sirocco heiß. Das Getreide steht in voller Blüte und die Luft ist geschwängert von verdunstetem Wasser.
An sich sind die Nächte somit sehr angenehm und romantisch. Doch das Licht des Mondes zwängt der Romantik die Faszination des Unmöglichen und Mystischen auf. Dort, wo das Licht des Mondes auf die Oberfläche trifft, herrscht Schatten. Umgekehrt ist es so, dass dadurch die eigentlichen Schatten wie Licht wirken. Ein perfektes Paradoxon. Wo sonst könnte man Licht erleben, das nicht scheint, und Schatten, die strahlen? Jedes Auge hat schon einmal erblickt, wie die Schatten von Blättern eines Baumes im Wind wunderbar auf dem Boden tanzen. Eine Art Schattenspiel. Doch noch aufregender ist es zu sehen, wie auf einer Oberfläche, die nur als Schatten besteht, eben jene Blätter Licht werfen. Ein bezauberndes, wunderschönes Lichtspiel, wie die Lichter der Blätter im Wind über den Boden huschen, so als würden sie Fang spielen wollen. Viele Pärchen genießen ihre Liebe, indem sie sich kuschelnd den Sonnenuntergang anschauen und dann das romantische Lichtspiel der Schatten zu sehen. So geht es auch Honoria und Fairy, einem Pärchen, welches in Malwa, einem kleinen, samantischen Dorf, an der Grenze zum verbotenen Schattenreich, lebt. Verträumt sitzen sie auf einem Hügel, der etwas abseits des Dorfes liegt und ihnen einen atemberaubenden Überblick über das Dorf bis hin zum Horizont gibt. Sanft streichelt Fairy Honorias Haupt, welches sie auf seinem Schoß gebettet hat, und beobachten das Lichtspiel der Nacht, welches sich auf den Dächern und Straßen abspielt. Es ist wunderschön, nicht wahr, Fairy? Sie dreht ihren Kopf nach oben und blickt ihren Partner an. Fairy, es ist schön, oder? Wo warst du gerade mit deinen Gedanken? Fairy, der sie die ganze Zeit betrachtete, antwortete: Ich habe deine Schönheit betrachtet. Sie ist viel bezaubernder als alles andere auf der Welt. Du bist so romantisch, mein Fairy. Sie beugte sich nach oben und er sich zu ihr hinab und sie küssten sich innig. Der Kuss schien nicht enden zu wollen, bis sie plötzlich von einem kreischenden Gekicher, das scheinbar über den Köpfen Richtung Malwa hinwegflog, gestört wurden. Verblüfft drehten sie ihre Köpfe Richtung Malwa, um die Quelle des Gekichers zu erkennen, doch sie sahen nichts. Wow, das war wohl eine Banshee. Ich habe schon viel über sie gelesen, aber noch nie eine gesehen. Seltsam. Wieso verlässt sie das Schattenreich? Hier gibt es doch nichts, was sie interessieren könnte. Vielleicht hat sie sich nur verirrt. Wir sollten uns darüber keine Sorgen machen. Du hast sicher recht. Aber ich bin halt immer von so etwas so fasziniert. Er schaute noch immer Richtung Stadt, doch Honoria hatte ihren Liebsten fixiert, zupfte an sein Oberteil und sprach verführerisch mit gespitzten Lippen: Fairy, hier spielt die Musik. Und deutete dabei auf ihre Lippen. Fairy drehte sich um und lächelte glücklich, schloss seine Augen, legte seine Lippen auf die ihren und... Ah, oh Gott, was ist das? Schrie eine Stimme aus dem Dorf. Die beiden Liebenden unterbrachen ihre romantische Situation erneut und blickten zum Dorf hinab. Über den Dächern schwebten Dutzende Banshees, die lautstark wehklagten. Doch das war noch nicht alles. In den Gassen des Dorfes rannten von Panik und Furcht erfasste Leute vor Geistern weg, die sie durch die Gassen jagten und sich einen Schabernack daraus machten, urplötzlich aus Wänden hervorzukommen, den Verängstigten den Weg abzuschneiden und ihnen noch mehr Angst zu machen. Was passiert hier? Fairy, was ist da unten los? Fragte Honoria leicht besorgt. Alles im grünen Bereich. Es sind nur Banshees und Schreckgespenster. Allerdings habe ich noch nie so viele auf einmal gesehen. Und dabei bin ich nun schon seit 7 Jahren Parapsychologe. Du brauchst keine Angst zu haben. Wer sagt, dass ich Angst habe? Du vergisst, ich bin auch schon fast 5 Jahre Parapsychologin und habe auch schon einiges erlebt. Ich bin lediglich verwundert, dass sie so urplötzlich hier auftauchen. Das beschäftigt mich auch gerade. Warum bleiben sie nicht im Schattenreich? Es herrschte kurz Stille. Dann sprach Honoria: Sieh doch, jetzt sind sie alle ganz urplötzlich verschwunden. Genauso schnell und unerwartet, wie sie gekommen waren. Merkwürdig. Das passt eigentlich gar nicht zu ihnen. Darüber kannst du später grübeln. Wir sollten jetzt auf jeden Fall erst einmal ins Dorf hinuntergehen und sehen, ob alles okay ist. Du hast recht. Aber ich bin überzeugt davon, dass nichts passiert ist. Sie standen auf und nahmen sich bei der Hand und gingen den Hügel langsam hinab. Fairy, ich glaube auch nicht, dass etwas passiert ist. Ich weiß ja auch, dass Banshees und Schreckgespenster harmlos sind. Aber meine weibliche Intuition warnt mich vor etwas. Er lachte kurz fröhlich. So erreichten sie leicht verträumt die äußerste Straße des Dorfes. Auch hier befanden sich einige Menschen, die noch vor Angst hektisch atmeten und in deren Gesichtern die Erleichterung gerade dabei war, die Furcht zu verdrängen.
Einige Körbe mit Obst, die zu einem Obstladen dieser Straße gehörten, waren umgeschmissen und das Obst verteilt sich großzügig über die Straße. Die erste Person, auf die das Pärchen traf, war ein stark behaarter Mann mittleren Alters, der sich erschöpft an einer Hauswand lehnte und nach Luft rang. Ist alles in Ordnung? Fragte Honoria mit ihrer sanften, fast engelsgleichen Stimme, die stets beruhigend und optimistisch wirkte. Der Mann brauchte noch einige Atemzüge, ehe er genug Luft zum Sprechen gesammelt hatte, und antwortete dann: Honoria und Ferry, schön euch zu sehen. Sag mal, ihr seid doch Experten auf diesem Gebiet. Ja, ihr seid Schuster Gabriel, nicht wahr? Fragte Ferry. Was das Sprechen anging, erschien er sehr verwirrend. Egal, ob er traurig, glücklich, sanft oder was auch immer war, seine Stimme traf immer genau ein und dieselbe neutrale Tonlage. Allerdings auf eine angenehme Weise, wenn man sich an diese Eigenart gewöhnt hatte. Genau. Habt ihr denn nicht mitbekommen, was hier passiert ist? Wir waren auf dem Hügel und haben alles mit angesehen. Es waren erstaunlich viele. Ist alles okay? Es geht wieder. Sie haben mir nichts getan. Haben nur einen Höllenschrecken bekommen. Das kann ich dir sagen. Was wollten die nur von uns? Sowas habe ich noch nie erlebt. Diese Frage stellen wir uns auch gerade. Bisher haben wir noch keinen Grund für ihr Erscheinen gefunden. Und auch keinen Sinn. Sie haben nichts davon, uns zu erschrecken. Und uns etwas antun können sie auch nicht, ergänzte Ferry. Was meint ihr, ihr zwei? Könnten sie wiederkommen? Das bezweifle ich. Es ist schon erstaunlich, dass sie hier überhaupt aufgetaucht sind. Sicherlich war das nur Zufall, sagte Ferry überzeugt. Doch Gabriel war nicht überzeugt. Hör mal, Junge. Ihr zwei mögt zwar Experten sein, keine Frage. Aber Zufall war das sicher nicht. Was auch immer hier wollten, was auch immer ihr Ziel war, sie sind ganz bewusst hier erschienen und haben uns mit Furcht gejagt. Keine Ahnung wieso, aber Zufall war es nicht. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Nun ja, wie dem auch sei. Wir werden uns mal umhören und einige Nachforschungen anstellen. Vielleicht sind wir dann ja klüger. Tu das. Hauptsache, es passiert nie wieder. Ich hatte in meinem Leben noch nie so große Angst wie gerade eben. Ehrlich, ich glaube, ich hätte mir beinahe... Wir machen da mal weiter. Auf Wiedersehen. Sie liefen an ihm vorbei und kamen so an eine Kreuzung. Du, Ferry? Fragt Honoria. Ja, was gibt es denn? Gabriel hat vielleicht recht. Es waren einfach zu viele, dass es Zufall hätte sein können. Okay, und was genau willst du mir damit sagen, meine Liebste? Sie verschränkte ihre Arme vor der Brust und blickte zweifelnd zum Boden hinab. Was, wenn es ein Angriff war? Ein Angriff von den Untoten? Wieso sollten sie angreifen? Vielleicht wird ihnen ihr Sumpf zu klein. Das ist Unfug und das weißt du auch. Die Gier nach Macht und Territorium wird mit dem Tod abgelegt. Oder zweifelst du daran? Sie blickte freudig auf. Nein, du hast recht. Es muss eine andere Erklärung geben. Dann lass sie uns finden. Er lehnte sich zu ihr und küsste sie, ehe er sprach. Also folgendes. Wir werden uns aufteilen und die Leute befragen. Dann treffen wir uns am besten zu Hause und vergleichen ihre Aussagen, ja? Das klingt gut, Liebster. Nur eine Sache möchte ich noch ergänzen. Und was? Dass wir das morgen früh machen. Die meisten werden sich schon längst in ihre Häuser aus Angst zurückgezogen haben. Stimmt, da hast du recht. Gut, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der meinen Eifer da bremst, wo er nicht gebraucht wird. Er lächelte. Du nun wieder. Dein Eifer ist wichtig, um den Leuten hier zu helfen. Sie beugte sich zu ihm und küsste ihn. Lass uns nach Hause gehen und selbst einmal erst schlafen, damit wir morgen fit sind. Ferry nickte und so gingen beide zusammen zu ihrem Haus, welches nur 3 Straßen entfernt lag. Es war zwar kleiner und bescheidener als die meisten der hiesigen Häuser, doch dafür umso auffälliger, da es im Zentrum eines, mit lilaner Farbe aufgezeichneten, Oktagramms stand. Die zweite Auffälligkeit zeigte sich am Rand des Gebäudes, denn dieses war von Salz umgeben. Beide dieser Auffälligkeiten dienten der Abwehr von bösen, übersinnlichen und paranormalen Kräften. Das Innere des Gebäudes, welches aus einem Bad, einer Küche und einem etwas größeren rohen Wohnraum bestand, wirkte ebenfalls auffällig und mystisch. Überall hingen Traumfänger und Pendel, standen Kristallkugeln und Stapel von Tarotkarten, und es waren viele Kisten zu sehen, deren Inhalt die forschende Seite der Mystik darstellte, da es sich in ihr viele Messgeräte und Anzeigegeräte befanden. Hier also lebte das Paarpärchen.
Als sie Haus betreten hatten und genüsslich ein Abendbrot speisten, welches namentlich nun eigentlich Nachtbrot heißen müsste, legten sie sich gemeinsam in ihr Bett und schliefen ein.